Yo, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start mit Boom Beach und wahrscheinlich wieder nicht am Boom Beach Montag, sondern am Plunder Pirates Donnerstag oder Samstag oder was auch immer. Momentan verschiebt sich alles ein bisschen, also Boom Beach kommt gerade montags und donnerstags und Plunder Pirates wird auf samstags verschoben. Ich denke, das ist kein Problem, das liegt natürlich momentan am neuen Update, dass es so viel zu berichten und zu zeigen gibt, dass ich einfach total viel Lust darauf habt, das auch zu machen und Videos aufzunehmen, und sonst stapeln die sich so hintereinander. Deswegen, ich denke, das ist kein Problem. Wenn irgendwie sowas ist, dann poste ich das auf Twitter, könnt ihr gern vorbeischauen. Ist einfach Link in der Beschreibung oder einfach /xheavenyt, dann wisst ihr über alles Bescheid, wenn ihr da Lust drauf habt. So, jetzt aber noch erstmal zu mir. Ich bin ein bisschen krank, ich hoffe, es hört sich nicht zu schlimm an. Ich bitte das zu entschuldigen, wenn ich zwischendurch kurz trinken muss. Und ich habe das Spiel auf Englisch umgestellt. Ist einfach besser für meine Taskforce, damit ich besser mit denen kommunizieren kann, weil wenn die Bases irgendwie komische deutsche Namen haben, dann habe ich keine Ahnung, wovon die sprechen, deswegen. Ist nicht so dramatisch. So, kommen wir zu Sachen, die ich vergessen habe beim vorletzten Video zu erwähnen, die es neu im Update gibt. Zum einen gibt es jetzt, also es sollen mehr Dive Points und Dive Locations sein. Hier habe ich eine. Hier habe ich die zweite und hier die dritte. Das heißt, ich habe jetzt drei. Das ist, finde ich schön. Die waren ja immer viel zu wenige da. So, dann gibt es ein kleines Problem, was mich selbst betrifft. Beziehungsweise viele denken, das ist ein Bug. Aber es ist absichtlich so. Ich habe, wenn ihr hier seht, viel verteidigt, ja. Aber seit dem Update hier, seit 3 Tagen, keine neue Base. Also es ist kein Gegner gespawnt, das heißt Invasion hier bei Boom Beach. Das ist extra so gemacht. Die wollen nicht mehr, dass so viele gleichzeitig auf der Karte sind. Ihr seht, da ich nicht so oft spiele, beziehungsweise jetzt öfter gespielt habe, aber nicht gekämpft habe, sollen nicht mehr so viele auf der Map sein. Finde ich gar nicht so schlecht, die Idee. Hat Nachteile, hat Vorteile. Der Vorteil ist zum Beispiel, dass der Medal Count bleibt. Wenn man die Map aufräumt, dann spawnen wieder schneller welche, was auch ziemlich gut ist. Der Nachteil ist, dass man darauf achten muss, wie viele man kaputt machen muss, um das zu bekommen, was man hochleveln will. Weil wenn man irgendwann nur noch so 20 auf der Map hat, aber alle zu stark sind, dann hat man als mittelmäßiger bis Anfängerspieler ziemlich Probleme. Aber ich denke, bisher hat es gut geklappt und für mich ist es bisher kein Problem. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich denke, Supercell wird da auch noch irgendwas fixen oder so, wenn es da Probleme gibt. So, dann nächstes Update, das ich euch leider nicht zeigen kann. Das war Dr. Terror. Ihr habt es vielleicht selbst gesehen. Er ist jetzt übertrieben stark. Er hat Shock-Launcher, die alles kaputt machen können. Und Statuen, also Boosts mit mehr Leben, mehr Schaden. Ach, der war ziemlich, ziemlich hart. Ich war ziemlich erschrocken und ich habe ziemlich gefailt. Ich habe trotzdem geschafft, meinen Sculptor aufzuleveln. Das war mein Ziel und deswegen bin ich zufrieden. In naher Zukunft werde ich wahrscheinlich an ein bisschen Truppenkombinationen üben und variieren und das wird eine kleine Aufgabe, aber ich denke, es ist schöner, wenn man schwer ist, als wenn es zu einfach ist. Deswegen spiele ich auch momentan Hooker, die werde ich wieder aufleveln. Zu der Strategie Hooker komme ich in späteren Videos, werde ich euch noch zeigen, falls ihr das nicht schon wisst. Oh, neues Upgrade. Warriors kosten 4,5 Millionen. 4,5, kann ich so viel tragen? Ich kann nur 4,4 tragen. Na, gucken wir mal. Was könnte ich denn upgraden? Ich könnte... Hooker braucht 400.000. Mache ich nachher. Noch 2 kleine Änderungen, beziehungsweise 3. Bei Lava Bases, ihr habt es bestimmt schon alles gesehen, gibt es jetzt so kleine Asche-Dinger, die in der Luft rumfliegen. Finde ich ziemlich schön. Und bei Snow-Dingern Schnee. Also so kleine Schneeflocken sieht man nicht so gut. Aber ich denke, so kleine Details machen ein Spiel
liebenswerter. Also es ist ein kleiner Pluspunkt. Und manchmal regnet es bei einer Base. Ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen kann. Das kommt ganz random. Also könnt ihr jetzt 10 Mal auf die gleiche Base tippen und da könnte jetzt regnen und dann könnte es wieder nicht regnen. Ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen kann für dieses Video. Auf Twitter habe ich ein Bild davon gepostet. Aber ich denke, ihr werdet es auch sehen, wenn ihr bei euch mal reingeht. Es sieht nice aus, mir gefällt's. Schade, ich würde es euch gern zeigen. Ich habe auch keine Ahnung, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sowas kommt. Ach komm. Kann auch bei eurer eigenen Base passieren. Ich finde es ziemlich schön, wie gesagt. So, jetzt zu einem Punkt, der euch etwas betrifft. Im vorletzten Video habe ich ja gesagt, ich würde gerne Taskforce gründen, ein Einsatzkommando. Darauf haben sich leider nicht so viele hochlevelige Spieler gemeldet. Ist nicht schlimm und ich finde es auch schön, dass überhaupt welche Lust hätten, dem Einsatzkommando beizutreten. Allerdings werde ich euch leider enttäuschen müssen. Ich werde kein eigenes gründen, weil sich das noch nicht lohnt. Vielleicht wird sich das in naher Zukunft lohnen, aber in dem ich drin bin, kann ich euch mehr zeigen, was ihr sonst nicht so sehen werdet. Also ich bin mit meinem Einsatzkommando ziemlich zufrieden. Ich bin nicht Leader, ich bin einfach nur ein normales, stinknormales Mitglied. Ich bin in, wir waren Platz 2 weltweit gestern und wir werden auch heute wieder, wenn unsere Medals gezählt werden, unsere Force Points, ich weiß nicht, wie die heißen, addiert werden. Also unser Angriff läuft noch, wir haben gewonnen, aber das dauert ja immer 24 Stunden. Sind wir wahrscheinlich wieder Nummer 2. Wir sind Warriors von Nick at Night bzw. Teach Boom Beach. Schaut auf dem Kanal vorbei, wenn ihr den noch nicht kennt. Alles über Boom Beach in Englisch. Ja, ich bin ziemlich zufrieden, Mitglied hiervon zu sein. Ich bin unteres Drittel hier, aber es macht richtig Spaß und ich konnte gestern auch gut helfen und von unserer gestern Operation muss ich euch was zeigen. Es gibt nämlich so ein paar Highlights. Ich denke, ich werde immer so ein paar Highlights rausbringen, auch noch in extra Videos das dann schön zusammenstellen mit Musik und so werde ich gucken. Also ihr werdet es ja sehen. Also wir sind momentan, sind wir Platz Nummer 12. Gestern waren wir den ganzen Tag über 2, aber die ersten hier haben schon die nächsten Medals dazu bekommen. Wir werden 2 oder 3 oder 4 jetzt wieder sein. Mal schauen. Die Originals sind natürlich richtig stark. Das sind fast nur 61er, beziehungsweise auch ein paar schlechtere, aber die besten der besten. Aber ich denke, wir sind ziemlich gut dabei. Rang 2 weltweit ist nicht schlecht erstmal. Es tut mir leid, ich muss einen Schluck trinken. Mein Hals tut weh. Dann sehen wir uns ein paar Highlights an. Wir haben hier das ausgenockt, das war unser Tag 3, wir haben 2 erfolgreich und wir haben jetzt wieder hier Intel, wir haben fast 1000 Intel, also unser Team ist wirklich richtig gut und arbeitet gut zusammen und es macht total viel Spaß in dem Team zu chatten und läuft ziemlich gut, deswegen bleibe ich da erstmal drin und zeige euch dann immer mal ein paar tolle Einblicke und ihr werdet sie gleich sehen, wenn ich getrunken habe und ich nicht umkippe. So, ich bin wieder da. Wir haben das gleiche ausgenockt, was wir am ersten Tag probiert haben. Was aufgefallen ist, die Base sieht jeden Tag anders aus. Also man sieht nicht immer das gleiche aus. Gucken wir uns erstmal Mercury an. Ziemlich hart. Aber ich denke, bei diesem Mal war es einfacher als beim letzten Mal. Und wir haben uns auch gut abgesprochen. Wir hatten eine gute Taktik, bis auf 2, 3, die rausgefallen sind. Wir hatten am Ende noch 12 Angriffe übrig, glaube ich. Ihr seht es gleich. Aber wir haben es ziemlich gut hinbekommen. Ihr seht, Hooker Raids mit Medics. Läuft ziemlich gut. Teamwork war ganz gut. Hier haben wir es auch schon kaputt gemacht. Es ging einfach ziemlich schnell. Ihr seht, wir haben nur die linke Seite ja aufgeräumt. Und dann ging es schon los, dass wir es komplett kaputt gemacht haben. Und so sollte es auch aussehen. Einfach richtiges Teamwork, Hooker, Tanks
Und die anderen dann mit Warriors so spezielle Buildings kaputt gemacht, wie Rocket Launcher oder so. Aber hier holt er uns den Sieg. Mit seiner massiven Hooker-Armee. Ich bin froh, wenn meine auch mal ein bisschen aufgelevelt sind. So, gucken wir uns das nächste an. Komplex, wie komplex. Komplex aussieht. Schade, kann ich euch nicht zeigen. Ihr seht es hier. Komplex bei Banzai. Ich wollte euch nur die Map zeigen. Ziemlich, hier unten ist alles voll. Und hier hinten ist das HQ. Ah, sieht auch ziemlich gut aus. Die Highlights kommen zum Schluss. Da gibt es nämlich zwei Attacken, die ziemlich gut ist. Es zeigt nur, wie es am Anfang aussieht. Und wie es zerstört wird. Komplex, komplex destroyed. Wir haben die komplette rechte Seite ausgenockt. Und jetzt kommen unsere Warriors. Ich finde, unser Team hat ziemlich gut zusammengearbeitet. Läuft ziemlich gut. Und ich denke, das war nicht so einfach, aber mit Teamwork kriegt man ziemlich viel hin. Ihr seht's. Mit seinen Warriors kriegt er alles hier kaputt. Schockt. Natürlich ist unser Team auch, besteht unser Team auch aus ziemlich vielen Guten, die auch gute Boosts haben und ja, sonst wäre sowas nicht möglich. Aber deswegen bleibe ich da drin und kann euch das natürlich auch zeigen. Hier hat es geht einfach, es dauert einfach ewig, aber er kriegt's kaputt. Nice. So, weiter geht's mit Axel. Haben wir Axel gesehen? Nein, mit Gambit geht's weiter. Gambit. Nein, Gambit haben wir gesehen. Oder? Nein. Weiter geht's mit Gambit. Es tut mir leid. Gambit, sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Wie so eine Kanone oder eine Sonne oder so. Ich weiß nicht. Sieht ziemlich gut aus. Aber hat auch gegen uns keine Chance. Es gibt immer eine, die ziemlich schwer ist. Die anderen sind immer so mittelmäßig. Auch ziemlich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass er alles auf einmal kriegt mit seiner Hooker-Armee. Aber richtig gute Attacke. Ich spule hier immer ein bisschen schneller vor, damit es nicht zu lange dauert, weil ich will euch immer so die Highlights zeigen. Beziehungsweise die allgemeinen Sachen und zum Schluss die Highlights, weil es gab diesmal zwei Highlights, die wirklich, ihr werdet es gleich sehen. Aber ziemlich gut gemacht, richtig gute Taktik. Am Ende nur noch mit Hookers und diese Damen verdienen einen Punkt, sie schaffen ziemlich viel. Und down it goes, also es passiert einfach nichts mehr. Keiner kann den mehr schaden nach dem Flare und ja, Gambit ist auch kaputt. So, jetzt kommt Axel. Schauen wir uns Axel an, wo war die erste Axel-Attacke? Hier. Also wirklich jedes Teammitglied finde ich toll, was ihr gemacht habt. Ist richtig gut. Die sehen ziemlich ähnlich aus. Hier vorne alles voller Moonkens. Deswegen gehen wir von der linken Seite. Die Rocket Launcher machen ziemlich viel Schaden und sind am gefährlichsten sind wirklich Rocket Launcher und Shock Launcher. Die machen alles kaputt. So, gucken wir uns an, wie Axel kaputt gemacht worden ist. So. Ihr seht, der Großteil machen Hooker-Armees aus. Ansonsten manchmal Tanks und für Rocket Launcher und Shock Launcher natürlich dann Warriors, aber der Großteil ist, dass man sich Warriors, dass man Hooker auflevelt und da bin ich auch gerade dran. Also werde ich gleich wahrscheinlich machen. So, von hinten, ich hätte auch nicht gedacht, dass er es schafft, aber er hat ziemlich viel Gunboat-Energie. Seine Truppen sind gut gelevelt, deswegen kein Problem. So, gucken wir uns jetzt die Highlights an. Es gibt zwei Highlights, die ich in einem extra Video nochmal zeigen werde, aber... Achso, wir haben noch neun Attacken übrig.
vor den Highlights muss ich nochmal einen Schluck trinken, das tut mir leid. Ich werde das wahrscheinlich rausschneiden, damit es nicht so lang dauert. Ich bin wieder da. Was für ein Wunder. Zwei Highlights. Jetzt kommen wir zu den zwei Highlights, die, ich weiß nicht, ob Nick sie auch hochladen wird. Er war momentan zu der Zeit nicht im Chat. Deswegen, die haben gesagt, bitte recorde die, die Attacke von Gabi. GG. Wir haben alle ziemlich gelacht. Es war lustig. Ziel war es, die Rocket Launcher auszuschalten mit Warriors. Und ja, schaut es euch einfach mal an. Bisher sieht es ziemlich gut aus. Flare zum Rocket Launcher. Und jetzt kommt ein Problem. Man kann nicht auf diesen grauen Flächen Smoke anwenden. Das ist ziemlich hart. Was haben wir? Nur noch einen einzigen Warrior. Und dieser Warrior leistet jetzt das Größte, was er machen kann. Der einzelne Warrior macht Schaden und er gibt einfach alles und wir mussten so lachen. Gabi hat auch so gelacht am Ende. Es war, ja, man muss aufpassen bei den grauen Flächen. Aber der einzelne Warrior macht den ganzen Rocket Launcher kaputt. Und es ist einfach sowas anzusehen. Es ist, es war total lustig. Und das wollte ich euch einfach zeigen. Das war Highlight Nummer 1. Highlight Nummer 2 hat mit mir selbst zu tun. Das sind einfach so Momente, die ein Spiel episch machen. Er hat fast sogar noch den zweiten geschafft. Also ihr seht, jedem kann was passieren, auch wenn es Level 18er Warriors waren, ist kein Problem. Keiner schämt sich für irgendwas oder so. Jetzt kommt meine Attacke mit meinen Low-Level-Hookers, Level 12, Level 14, da muss ich dringend dran arbeiten. Ihr seht, die Map ist ziemlich geklärt, als ich dann ankam und angefangen habe anzugreifen. So, ich gehe natürlich hier auf die linke Seite und versuche hier zu schocken. Guckt euch diesen Schaden an, die ganzen Mörser machen meine Heavies kaputt. Das ist so übertrieben. Aber ich habe genug Gunboat Energy, um alles zu schocken und ihr werdet gleich sehen, was passiert. Es sieht ziemlich gut aus. Ich wollte noch ein bisschen Schaden machen. Ich habe gedacht, danach kann der Letzte angreifen. Es war noch einer online und wir haben gesagt, ich kann ja zuerst ein bisschen Schaden machen und dann greift er an. Nur noch zwei Heavies sind übrig. Jetzt ist gar keiner mehr da. Das Ding ist, hier waren die Mines. Kleines Problem, aber nicht so schlimm. Wir machen ziemlich viel Schaden. Ich versuche noch ein bisschen eine Barrage ins Dings reinzuschießen, ins HQ, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Jetzt kommen aber die Mörser und zerstören meine Hooker-Armee, beziehungsweise meine Sukas. Bam, bam. Bam. Ich habe gedacht, alle gehen kaputt, aber ich habe jetzt ziemlich gute Vorarbeit geleistet. Bam. Und, der nach mir sollte ja kein Problem haben, habe ich gedacht. Bam. Jetzt lebt nur noch einer. Schauen wir uns das an. Die eine Frau. Das war ein Tag mit Angriff von einer Truppe. Zum zweiten Mal. Nach Gabi bin jetzt ich dran. Und mein Suka schlägt sich ziemlich gut und er ist noch so weit entfernt, dass er einfach nicht getroffen werden kann und macht einfach Schaden. Meine einzelne Suka macht Schaden. Und es war einfach so spannend. Guckt euch dieses Leben an von diesem Ding. Es ist gleich komplett. Ihr werdet sehen, es ist. Es hat nichts mehr und es war so knapp und jeder hat es so gefeiert. Es war so lustig. Die einzelne Frau schafft es leider nicht.
Aber danach konnten wir es natürlich mit einem Schuss kaputt machen. Es war so lustig. Wir wollten unbedingt sehen, wie viel HP es noch übrig hat. Aber leider war Jerk zu schnell und hat angegriffen. Und, naja, mal gucken. Ich habe selbst noch nie gesehen, was er gemacht hat mit seinen Tanks. Ich glaube, es hätte auch gereicht, wenn er da einfach seine Artillery Shells reingeschossen hätte. Aber seht ihr, diese nicht vorhandenes Leben, es war einfach, ich glaube, ein Schuss. Okay, zwei, drei Schüsse. Es war einfach so lustig, der einzelne Warrior von Gabi und der einzelne, beziehungsweise die einzelne Zuko von mir, das waren die Highlights. Ich werde es noch in einem extra Video zeigen, aber ich hoffe, euch hat das Video irgendwie gefallen. Es macht total viel Spaß mit diesen Einsatzkommandos, mit diesen Operationen. Ich werde euch da noch ein paar zeigen. Immer Highlights, wenn ich Zeit habe, wenn ich dran denke und wenn ich auch aufnehmen kann. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Schaut auf Twitter vorbei, falls euch das interessiert. Und ja, ich denke, das war's. Und ja. Haut rein, Freunde. Achso, schreibt mir einen Kommentar, wie es bei euch abläuft. Falls ihr schon so Kämpfe macht und auch sowas schon mal erlebt habt mit einer Truppe übrig. Also wir fanden das alle ziemlich lustig. Der Chat ist ein bisschen explodiert, aber es war ein toller Abend und ja. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr genießt jetzt bald die Halloween-Zeit. Haut da rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Woche Montag bei Boom Beach. Haut da rein, Freunde. Ciao. Und ich hoffe, ich bin dann gesund. Also, ich zögere das Video so in die Länge. Ciao.